9 von 10 Menschen sind ständig stark verschmutzter Luft ausgesetzt. Nach dem jüngsten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO ist sie der Grund für den vorzeitigen Tod von jährlich 7 Millionen Menschen. Luftverschmutzung hat fatale Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Sie ist verantwortlich für Schlaganfälle, Herzerkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Lungenkrebs und Lungenentzündung bei Kindern. Die WHO unterscheidet bei ihrer Untersuchung zwischen verpesteter Luft drinnen und draußen, die gleichermaßen ein hohes Gesundheitsrisiko birgt. Betroffen sind vor allem Menschen in Megametropolen Asiens und Afrikas, gefolgt von Ländern im östlichen Mittelmeerraum, Europa und Amerika. Mehr als 3 Milliarden Menschen nutzen Kohle- oder Holzöfen zum Kochen oder Heizen. Im Freien sorgen vor allem der Straßenverkehr und Industrieabgase für dreckige Luft. Es ist extrem wichtig, dass sich die Länder dieses riesigen Gesundheitsproblems bewusst werden, mit dem wir durch die Luftverschmutzung konfrontiert sind. Sie müssen die Ursachen der Verschmutzung analysieren. Jedes Land hat da seine eigenen. Wir alle müssen diese unakzeptable Zahl der Todesopfer durch Luftverschmutzung reduzieren. Für den Bericht wertete die WHO Daten aus 4.300 Städten aus.